Was ich an Köln total mag, ist die Weltoffenheit. Als ich zum ersten Mal hierher kam, ist mir schon aufgefallen, dass man hier zu jeder Tages- und Nachtzeit, zu jeder Jahreszeit Menschen auch mal auf der Straße verkleidet rumlaufen sehen kann. Das fand ich von Anfang an sympathisch. Das Problem der Astronautinnen und Astronauten ist, dass wir so oft unterwegs sind, dass wir selten eigentlich zu einer bestimmten Jahreszeit vordefiniert hier sein können. Also ich selbst hatte nur 3 oder 4 Mal das Glück, dass ich hier war zum Karneval. Da aber dann mit meiner Crew, die da war, also mein russischer Kollege Max Surayev, mein amerikanischer Kollege Reed Wiseman, die ich natürlich dann sofort in den Kölner Karneval eingeführt habe, und die haben das total genossen. Also kann man sagen, die Astronautinnen und Astronauten sind schon einigermaßen karnevalesk. Ja, den Dom kann man tatsächlich sehr einfach vom Weltall aus sehen. Allerdings braucht man eine gute Kamera. Mit bloßem Auge geht es schon. Vor allem, wenn er beleuchtet ist, dann kann man ihn tatsächlich in der Mitte der Stadt raus sehen. Aber dann ist es eher einfach so ein kleiner heller Punkt. Aber ich habe mit der Kamera ein paar Bilder gemacht. Da können Sie wirklich jedes Haus sehen. Aber was ich total gerne mag, ist im grünen Gürtel joggen gehen. Das mache ich mehrmals die Woche. Was ich auch wirklich gerne mag, ist das Rheinufer, so um Rodenkirchen rum, da spazieren gehen oder auf einem der Schiffe sitzen und einen Kaffee trinken. Das mag ich total gerne. Ja, Sie sprechen natürlich auf den Dom an, den zumindest ein kleines Teil davon ich mit zur Raumstation genommen habe auf meiner ersten Mission. Ich denke, wenn es um Voyager geht, da muss man einen Schritt zurück machen. Da geht es dann nicht mehr um Lokalpatriotismus, sondern wenn wir als Menschheit eine Sonde da rausschicken, die aus dem Sonnensystem rausfliegt, viele ja am Schluss dann auch Lichtjahre entfernt irgendwo hinfliegt. Ich denke, da soll es dann eher darum gehen, dass wir als Menschen des Planeten Erde dieser Sonde was mitgeben.